Schönen guten Morgen, der Hombi hier grüßt euch. Ja, wie ihr an meinem Helm erkennt, bin ich nicht wandern. Ich bin mit meinem E-Fahrrad unterwegs. Ich mache heute eine Tour nach Moers zum Geleucht. Während der Fahrt filmen ist immer ein bisschen doof. Ich habe auch heute kein externes Mikro dabei. Ja, wir gucken mal, was das für eine Tour gibt. Es sind 50 Kilometer oder 51, irgendwas Kilometer. Ich zeichne die Tour natürlich auf. Und würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Zwischendurch erzähle ich natürlich, wo ich so gerade bin. Bis gleich, würde ich sagen. Ne? Hui, Blätter, Matsche, Regen, das ist glatt. Da müssen wir durch. Kilometer sind hinter mir. Hinter mir und hinter mir ist der Rhein-Herne-Kanal. Wetter ist frisch, aber cool. Hauptsache es bleibt trocken. Ja, zu filmen war es nicht so schön. Ich bin jetzt am Zentrum vorbei und relativ viel Straße. Aber ich hoffe, es geht jetzt weiter in den Wald hinein, dass wir da ein paar schöne Bilder machen. Es ist toll, dass ich hier an so einer befahrenen Kreuzung die Aufnahme mache. Ne? Ich habe es manchmal drauf. Ja, dann geht's weiter. Das ist nochmal der Rhein-Herne-Kanal. Ja, weiter geht's. Oh, falscher Gang. Jo, ich bin hier gerade in Duisburg. Route zeigt so eine Brücke an, ist die Brücke Vollsperrung. Und da so mal eben hier drum rumfahren. Ja, und da stehen aber zwei Securities am Zaun. Da habe ich gefragt, ob die eine Umleitung. Nee, Umleitung, wir kommen aus Düsseldorf. Umleitung kennen wir nicht. Da denke ich, ja super, ey, da müssen wir irgendwie hinständig sagen können, wo man herfahren kann. Ja, aber irgendwie muss ich jetzt links über den anderen Kanal, wo ich gar nicht. Doch weiß ich wohl, was das ist. Der Hafenkanal, da muss ich irgendwie drüber. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Keine Ahnung, wie ich da rüber kommen soll. Das ist eine alte. Piep! Na, ich schau mal weiter. Oh, Leute. Leute. Ich bin schon wieder hier ein bisschen. Eskalierend. Ich bin auch mitten im Hafengebiet, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich muss nach links, aber hier nach links fahren bringt auch nichts. Ja, ich glaube, ich muss schon wieder zurück. Ich hoffe, dass ich von da darüber komme. Ich guck doch mal. Ja, Leute, Stimmung steigt. Dann fahren wir mal wieder zurück, ne? Ja, am besten eine Ausfahrt Autobahn, dann würde das schon wieder gehen. Aber wir kämpfen uns durch. Friedrich-Ebert-Brücke.
endlich wieder Wald. Diese Straße fahren. Also ich finde mittlerweile, das ist ganz schön gefährlich in Deutschland. Hier keiner mehr Rücksicht und alle fahren, wie sie wollen. Ja, gucken wir mal. Wir müssen aber gleich auch irgendwann auf der Halde sein. Dann melde ich mich nochmal mit Gesicht. Ja, Leute, meine Komoot-Route. Mein Gott, noch nicht mal so auf dem Fahrrad hat man hier Ruhe, ey. Ich kam jetzt schon ein bisschen komisch vor mit der Wiese hier. Oh, da ist ein Weg. Oh, da ist ein Weg. Und den Geländegang hier reinmachen. Hier ist ein Weg. Oh je. Ah, Scheiße. Oh. Ja, Leute, hier ist mein Weg. Ja, läuft. Komoot kann man sich doch immer wieder verlassen. Ich hätte vielleicht nicht Mountainbike angehen sollen. Mit dem Helm hängen geblieben. Aber einfach kann jeder, ne? Hier ist ja kein Weg mehr. So ein kleiner. Was ist das für Zwerge? Oh, muss man einmal absteigen. Guck. Ja, ich habe Mountainbike angegeben bei der Komoot-Route, sonst wäre die noch mehr Straße gefahren. Ich glaube, das habe ich jetzt davon. Es muss natürlich Wind kommen, ne? So, Leute, willkommen auf der Halde. Wie hießen die jetzt? Preußenberg? Boah, scheiße, ich wurde zu Hause geguckt und vergessen. Ja, Merkmal davon seht ihr hier, eine wundervolle Laterne. Aussicht ist wieder herrlich, wie man das halt im Ruhrgebiet, man hat natürlich im Bild. Wollte sie dir einen Selfie-Stick machen, weil ich die Kamera die ganze Zeit an meiner Fahrradhalterung habe, aber die Aussicht ist wieder richtig geil. Da ist mein Bike. Ja, und hier ist nochmal die Laterne. Ja, durch den Umweg habe ich ordentlich Kilometer mehr gemacht. Ich habe jetzt 33 Kilometer und muss noch 25 wieder nach Hause. Puh. Naja, aber wir sind schon mal hin und können jetzt zurückfahren. Bleibt dran.
Ja, jetzt hat sich Komoot über den Friedhof geschickt. Hier ist Radfahren verboten, deshalb schiebe ich jetzt. Respekt und den Toten gegenüber und so. Hat ja seine Gründe, warum das da steht. Dann laufen wir ein bisschen. Mein Fahrrad sieht aus wie Sau. Die Halde hat ganz schön Akku geklaut von meinem E-Fahrrad. Werde jetzt nur noch auf Eco zurückfahren, dann könnte das so gerade passen. Beziehungsweise, der sagt, 23 Kilometer muss ich noch. 30 Kilometer hätte der Akku auf Eco. Wenn ich auf Automatik fahre, hat er noch 25 Kilometer. Aber ein E-Bike fahren, wenn der Akku leer ist, ist schon eine Hausnummer. Ist er vom Gewicht und vom Treten her alles ein bisschen schwieriger da. Deshalb gucke ich, dass ich gleich ein bisschen Eco fahre. Eco ist auch ganz schön anstrengend für die Bülleken. Aber schadet ja nicht. Wir wollen ja Sport machen und kämpfen. Ich habe früher mal gedacht, E-Bike fahren ist einfach nur Lili draufsetzen und mal gucken, wie das Fahrrad fährt. Nee, wenn man auf Eco, dann muss man schon was tun. Auch jetzt, wo ich so schön Quatsch. Ja, im Moment gibt es halt mehr Fahrradvideos und Kochvideos, weil es meinem Knie immer noch nicht so ganz gut geht. Das Fahrradfahren tut mir sehr gut. Und ich hoffe dadurch, dass ich auch ein bisschen Muskeln mehr ums Knie aufbaue. Und dann kommen auch wieder Wandervideos. Also es wird jetzt kein Fahrradkanal, aber es ist eh kein Wanderkanal. Heißt der Homies Welt. Und da mache ich ja ganz viele Dinge. Ich hoffe, dass ich im Winter jetzt auch wieder mehr dazu komme, ein paar Technikvideos mal zu machen. Was aus Holz bauen oder fräsen oder ich lasse mir irgendwas einfallen. Guck mal, Alex. Ich kann nicht so gut hühnisch. Ich kann mehr kuhisch. Hier sind sogar braune, seht ihr? So, ich bin hier im Landschaftspark Duisburg in Nord. Hier startete ja im April 22 der Mammutmarsch. Und ich würde sagen, wir sind hier auch hergelaufen. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Aber ich meine, das wäre dieser Weg gewesen. Ja, 11 Kilometer noch. Hier ist Rot-Weiß-Oberhausen. Guck mal, die Fuß mal gucken. Da stehen die eigentlich alle hier auf dem Radweg. So, wer erkennt was? Das ist der Olga-Park. Hier war vom Mammutmarsch Ruhrgebiet der VP2. Aber wir brauchen keine Pause. Wir ziehen das jetzt durch. Jo,
wie ihr seht, bin ich wieder da. Also 60 Kilometer waren das jetzt. War eine schöne Tour, ein bisschen frisch natürlich. Fahrrad habe ich gerade abgespritzt, zumindest in grobem Schlamm. Und werde wohl gleich nochmal den Lappen schwingen. Ja, ansonsten wisst ihr Bescheid. 2 Videos. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Wie gefallen euch eigentlich die Fahrradvideos? Fahrradfilmen ist natürlich immer schwierig. Das heißt, ich filme mehr mit meiner Lenkerhalterung als mit, als mit dem Stab, weil da ist mir doch, egal. Ihr wisst schon Bescheid. Ich bin der Hombi von Hombis Welt. Tschüss.